Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Ich bin heute mit dem Paddy und dem Tino unterwegs und zwar auf den Hometrails von Paddy. Die haben die jetzt vor ein paar Wochen entdeckt, gefunden. Sind ein paar Mal gefahren, haben gesagt, Julian, du musst unbedingt mal vorbeikommen. Ja, jetzt bin ich hier, also beziehungsweise gleich, ich fahre gleich mit dem Auto darüber. Mein Bike sieht natürlich aus wie ein Schwein. Aber egal. Oh, mal gucken hier. Ist schon Schnee im Auge. Wieder auf der falschen Seite. Ich mach mal die Vorhut. Wenn du fällst, ich hab alles auf Kamera. Echt? Von mir aus gerne, vielen Dank. Also hier ist eigentlich sieht das nicht schwer aus. Sei nur die Linie vorgeben, das sieht richtig gut, aber ich trau mich das nicht, weil. Ja, vielleicht im Sommer. Vielleicht. Machst du? Was? Ja, ich versuche. Hier kommen sie wieder, das will ich sehen. Dino, links hoch. Was? Links hoch. Und dann? Das ist der Weg, den der Steve genommen hat. Ach, da ist der hoch. Ja. Danke, dass du mir jetzt sagst. Hab ich doch gerade schon mal gesagt. Der ist doch nicht hier hoch. Klar. Der Weg ist hier hoch. Ja. Hier, was da ist, oder? Daher. Eigentlich da runter. Da musst du aufpassen, wenn du genau mittig bist. Da kann sein, dass du ein bisschen wegrutscht, wo der dicke Stein ist. Ja. Da in der Kurve ein dicker Fels. Wo fahrt ihr jetzt? Wo fahrt ihr jetzt her? Wir gehen hier an der Seite entlang darüber. So. Ist auf jeden Fall geil, aber. Hier komme ich nie wieder hoch. Oh, das geht. Oh. Ihr wisst ja, wir kennen ja jemanden, der wird auf ein Rad runterfahren. Der Flo. Der Flo. Wahrscheinlich. Der Wahnsinnige. Der hat richtig drauf. Der hat richtig, richtig drauf, ey. Naja. Das ist auf jeden Fall auf Kamera. Genau, Geronimo! Hier müssen wir im Sommer auf jeden Fall nochmal hin. Ja, genau, das geht da runter. Jo. Geht weiter. Ich sehe nichts, ich fahre einfach hinterher. Der Regel geht jetzt links her. Da vorne ist ein kleiner Sprung. War das nicht da vorne? Nein, wir sind hier runter. Ach, da runter, genau. Da ist der kleine Kicker, wo du in die seitliche Landung musst. Und dann kommst du so auf den Waldweg. So viel zum Thema. Wir kennen uns aus. Hui! Das ist entspringt. Nicht bei dem Wetter. Hier lasst ihr jetzt die Landung, ne? Ja. Da bin ich sofort weg. Ja. Oh, es quietscht die Bremse so, ey. Ah, ich bin da. Ist ja voll tief. Paddy fast weg. Oh.
ist das alles noch ein bisschen heftiger. Macht aber auch mehr Spaß. Ich noch mal extra, muss noch mal mehr aufpassen. Boah! Da war ich fast weg. Boah. Wie sieht deine Karre aus? Ich weiß auch nicht. Gestern geputzt. Ne, vorgestern. Ja, 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 ach, jetzt kommt der kleine Stück, oder? Ja. Wo wir beide abgestiegen sind. Siehst du da hinten die Weide? Ja. Die umfahren wir gleich, um in den anderen zu kommen. Dann sind wir da in dem Waldstück nachher. Das ist die Weide, wo der Tino und ich erst da hinten durch die Schlucht geschoben haben. Ja. Und dann sind wir einfach über die ganze Weide gefahren. Ja, das war so katastrophal. Wir sind den Weg entlang gefahren und ja, immer weiter runter und auf einmal Felswand. Dann denke ich, komm, lass uns da der Felswand entlang, irgendwann geht wieder hoch, ja. Das ging dann hoch durch Bäume, durch Felswand. Oh. Das Geilste. 3 Stunden zu Fuß. Sonntag, wo wir zusammen. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Sind wir ja nochmal da gewesen. Ja. Dann sind wir aus dem Trail rausgekommen und sind nach rechts gefahren und kommst direkt ins Wohngebiet. 20 Minuten warst du oben an der Spitze von Gosenbach. Ja, da oben ist ja schöner, muss ich sagen. Da sind zwar ein paar Dinge dabei, die mir nicht so liegen. Die 2 Grater. Aber der erste Abschnitt, der war geil. Aber heute. Aber trotzdem, Hammerwetter, ey. Geil. Nicht fast. Scheiße warm. Ist die kalt? Meine Finger sind kalt, das andere ist warm. Meine Finger sind nicht kalt. Ich spiel am die gab es im Internet, oder? Die sind ja wasserabweisend. Die habe ich gesehen. Sind die gut? Die sind hammergeil. Zeig ich dir. Warte mal. Ich bin pritschnass an der Flossen. Komm her. Oh. Die grün heiße ich. Zeig mal. Die sind echt geil. Die waren doch gar nicht so teuer, oder? Ja. 11, 12 Euro hast du. 13 Euro noch was, glaube ich. Und du hast auch gute Schuhe damit. Die bestelle ich mir gleich. Die sind Hammer. Für den Winter sind die echt gut. Und ich habe die an dem einen Tag, wo wir gefahren sind, habe ich die im Dauerregen getestet. Nach 3 Stunden hatte ich erst mal so Finger. Aber geil, die Finger bleiben warm. Das ist gut. Jo, das ist gut. Ich wollte eigentlich anfangen, im neuen Jahr zu sparen. Also wir haben noch nicht das neue Jahr, also kann ich für heute noch bestellen. Heute bestellen wir das Konto. Heute gibt. Konto platt machen. Ja, ich habe dieses Jahr genug Geld ausgegeben. Ich auch. Was hast du? Ich habe dieses Jahr genug Geld ausgegeben. Ich auch. Überleg mal, die Heizung ist 20 Scheine. Vielleicht hier wirklich besser. Ne, so. Denk dran. Ich guck, was passiert. Ja, du bist ja voll gefedert, überall. Au! Oh. Also volles Programm heute. Ich hätte gewusst, hätte ich auch angezogen. Ja, habe ich zu Weihnachten gekriegt. Muss man ja auch anziehen, sonst gibt es Ärger mit der Frau. Ja. Also ich sag mal, im Sommer, bis dahin, wenn wir hier die Strecke öfter fahren, auf jeden Fall. Weil wie gesagt hier, wie es nachher sehen, der Bunker oben im Flutrell ist pissig gegen die 2 Bunker, die nachher kommen. Alter Schwede. Schon wieder ich? Ja, ich laufe wieder, wie immer. Also ich das ganze Ding mal angucken. Wir sind das letzte Mal runtergefahren, aber jetzt traue ich mich nicht. Lass einen Verrückten vor. Du kannst gucken, ob es geht. Ich mach ein bisschen Schnee weg hier. Das letzte Mal sind wir beide da runter. Ja, ja. Da. Da sind wir auch runter, dahinter nicht. Genau. Warte, wenn du da innen, wo meine Füße hergeht, da herfährst und dann auf die Spur kommst. Ich gucke erstmal, was der Verrückte macht, damit der Verrückte in ganz jung das vielleicht macht. Eigentlich wollte ich dich filmen. Oh! Ja, genau, das sieht immer so easy aus, wenn einer. Das war aber überhaupt gar nicht easy. Ich bin direkt oben schon erste aufs Beck gerutscht. Hast Brustpanzer an, kann nichts passieren. Eigentlich nur rollen lassen. Von hier unten sieht schon wieder pissig aus, ey. Da könnte ich schon wieder. Ja, aber guck mal, das ist bestimmt 3 Meter Höhenunterschied. Ja. Und rollen lassen. Vorne rollen lassen. Scheiße. Da vorne ein bisschen zu viel gebremst. Jetzt steckt der wieder auf und fährt weiter. Das ist das Schwierigste überhaupt. Ja. Aber es ist gut, dass er das so hinkriegt dann. Ja. Geronimo! Ja, jawohl! Und Adrenalin! Sehr stark, ey. Bei jedem Scheiß will ich wieder fast wieder aufgetreten. So, hier versuche ich jetzt auch nochmal. Ich fahre die Rede erstmal. Vielleicht traue ich mich auch wieder nicht.
Kein Teich da unten oder so, wo Wasser drin ist? Eigentlich nicht. Normalerweise ist hier eigentlich gerade gut. Ich häng fest an der Eigentlich. Das Problem ist, man sieht nichts. Wenn bremsen, nur Hinterradbremsen. Mit dem Flo kann ich bei weitem nicht mithalten. Ich hab den gleichen Ast wie du. Der ist fies, oder? Hä? Der ist fies. Der brennt. Ist sauber, ganz stark. Das geht. Sauber. Weniger schlimm als gedacht. So, jetzt geht das hier eigentlich runter und dann nach vorne in die Steile runter auf den Weg. Ja, will einer vor, wenn ich ungefähr gucken kann, woher. Warte mal gerade, lass mich mal gucken. Ich glaube, ich war derjenige, der nicht fährt, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß, hier das obere Stück, ja. Ne, hier vorne war irgendwo Äste. Ganz viele. Ja, die haben ja auch hier ein bisschen gerodet. Ah, ich habe schon den ersten gefunden. Tino macht die ganze Spannung kaputt. Nee, nee, fahr ruhig. Snowman. Ja, das so in etwa ist auch die Spur. Muss auf jeden Fall bremsen können. Aber da jetzt, wo du bist, wow, da geht's her? Ich geh weiter. Ja. Na, jetzt halt der Ich glaube, mehr wie den kann man sich hier nicht. Und dann geht es da runter. Da komplett runter, ja. Rechts in der Ecke, ich war zu viel aufpassen. Ja. Oh. Wie tief ich drin stehe. Ich guck jetzt einfach mal. Mehr wie fallen kann man eh nicht. Das ist so pissig. So wie der Flo, ich guck mir das mal an. Ja, ja. Sauber, ganz stark. Alter, warum habe ich mich das letzte Mal da so eingepisst? Ich weiß es nicht. Weißt du, fährt einer vor, geht das? Ist meistens so. Wenn man, jemanden hat, der vorfährt, sieht man wie ungefähr wie schnell, wie weit. Eigentlich nur rollen lassen. Nur Hinterradbremse, Vorderradbremse komplett weglassen. Das geht echt, Tino. Du weißt, was ich da für Scheiße wegen der Wurzel Angst hatte. Du lässt ihn rollen und sobald du hier unten in diesen Druckpunkt reinkommst, kannst du ganz in aller Ruhe anfangen, in Ruhe zu bremsen. Ja, wenn ich blöde Angst hätte, oder? Ja, ist meistens Kopfsache. Macht er es oder macht er es nicht? Fang nicht so an. Hashtag, wir warten ab, was er macht. Hashtag, wir warten ab, was er macht. Ich hab ein bisschen Bammel. Ich weiß. Ich hab dir vorhin Panzerung angeboten, Schatzi. Nee. Ja, wenn du nicht sicher bist, cheap. Ja. Heute auf jeden Fall. Soll ich dir entgegenkommen? Das Ding, was vor mir schiss hatten. Ja, warte mal. Ich bin nicht sicher am Stehen. Aber ich kann das Fahrrad nehmen, aber dann komm ruhig. Kannst du auch? Jetzt spiele ich so traurige Musik ein. Ja, du wolltest ihm helfen, er wollte deine Hilfe nicht. Ein bisschen den Spaß nehmen, weil der seine Hilfe nicht wollte. Ja, oh. Deine Frau wird sich freuen beim Waschen von den Klamotten. Schwiegermama recht. Oh, das ist natürlich noch besser. Dafür wohnt die im Keller. In einem 5 Quadratmeter Zimmer, nee, ohne Fenster. Nee. Die hat sogar richtig Luxus, die hat mehr als eine Ferienwohnung. Oh. Die hat 65 Quadratmeter.
Bist du nicht. Das hat nichts mit Pfeife zu tun. Das kommt halt mit der Zeit. Guck mal, du fährst doch noch mal zu lange. So, manche sind halt ein bisschen kopfkranker, manche sind ein bisschen weniger kopfkrank. Das Schlimme ist, dass hier schon welche sind. Rutschige Wurzel. Durchgefahren bin. Ich weiß ganz genau, ich hätte irgendwo geschoben. Aber sah aber gut aus. Ja, aber doof, da waren schon welche drin. Aber. Wunder müssen wir jetzt, oder? Ja. Ja, ich hab schon gesehen. Sind die so oder so? Die müssen jetzt wieder runter, jetzt geht ab auf die Straße. Die sind hochgefahren. Von da hoch. Von da hier hoch. Ich bin aber auch nur hinten.